So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Wir sollen hier ein paar Sachen erledigen. Und wir haben hier den neuen Stab. Dann gucken wir mal. Leinenhandschuhe. Okay. Was sollen wir alles hier erledigen? Ah, die Truhen. Die sollen wir untersuchen. Das machen wir doch glatt. Und wir sollen irgendwelche Crackies erledigen. Ich glaube, damit sind nicht die hier gemeint. Verstärkte Schuhe, okay. Ein bisschen Leveln geht ja auch immer nebenbei. Stabile Armbrüste. Was ist auf einmal los mit dem Loot? Der ist gar nicht schlecht. Wahrscheinlich, weil wir das freigeschaltet haben. Hier ist noch eine Kiste. Unfortunate accidents often happen off the coast of Castleton, when fishing boats are sunk by the perilous reefs. Chunks of the bait the anglers use are sometimes found in the chests. Ah, so. From the wreckage. Their pungent is highly effective at luring in wolves. Ein bisschen mehr mit dem Bogen mal schießen. Vergesst immer, dass man hier irgendwie die Waffe wechseln kann, obwohl das nur für die Grundschussart irgendwie relevant ist, nicht wahr? Mir fehlt halt dieser Loot-Moment so ein bisschen. Nicht? Man kriegt die Sachen irgendwie ins Inventar geworfen und ich weiß gar nicht, was ich wirklich da loote. So, das heißt, ich habe zu den Sachen, die ich loote, gar keinen Bezug, weil die hier einfach auftauchen, nicht? Und auch das hier ist einfach... Was ist denn das? Stabile Armbrust. Ist das jetzt wirklich was zum Anziehen oder kann ich damit was lernen, weil da so ein Buch dran ist? Also, manche UX-Sachen sind so ein bisschen komisch auf jeden Fall. Klar wollte man das nervige Looten wegnehmen. Also, oder... Nicht, dass man was anklicken muss und was liegen lassen kann. Aber andererseits hat man dafür woanders den Click-Orgien eingeführt. Ist ja auch dann, ja, zweifelhaft, nicht? Auf der einen Seite macht man Click-Orgien an der einen Stelle hin und woanders macht man es weg. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel von so einem Rucksack entfernt, dass er dann automatisch eingesammelt wird. Okay. Aber ich würde schon gern so ein Interface haben, was habe ich von dem Gegner bekommen? Ohne dass das irgendwo fleucht, während ich kämpfe. Da kriege ich es einfach nicht mit. Und danach hast du das Inventar mit 30 Sachen voll und dann wunderst dich, wo das herkommt, so ein bisschen. Und auch dieser Loot-Moment, halt so dieses, ich will noch was Besseres kriegen, kommt hier nicht auf. Okay, da können wir später runter. Okay, oh, kleiner Endgegner oder was? Da ist ein Knacks. Alter. Jetzt weiß ich, warum der auch wollte, dass wir ein bisschen... Okay. Kriegen wir. Aber knapp. Puh. Die sagt doch Togepi. Kann das sein? Das klingt wie ein Pokémon. Stimmt, das erinnert mich total an das Pokémon Togepi von Ash. So, nicht, was aus dem Ei geschlüpft ist und dann immer hinterher gelaufen ist und dann immer seinen Spruch gedroppt hat. Togepi, Togepi. Okay, verlasse das Schiffwrack. Ich finde gut, dass aber die...
are often found in the wrecks near Windhill Shores. Crackles are as ferocious as they look and have a pungent smell. It's said that a hunter once won the wolf hunting contest by secretly using crackle meat as bait. Ja, ich finde aber gut, dass man diese ja, Räume dann da instanziert hat, wo dann wichtige Gegner und Co. drin sind, nicht wahr? Oh. Rauf mit uns. Ist hier noch ein Buch versteckt? Und ein Entwickler irgendwas hier liegen gelassen? Ja, hat er sogar. Drittes Entwicklerbuch. Ozean bei Nacht. Dieser Strand sieht bei Nacht durch das Plankton einfach amperaum schön aus. Aber mir ist klar, dass du nicht mehr herkommen wirst, sobald du über Stufe 6 hinaus bist. Was? Kann ich... Okay, man kann es nicht mitnehmen. Ah, da, das Plankton. Verstehe, das leuchtet hier nachts. Oh, okay. Was ist da noch? Weiße Krähe. Wir können wieder mit ihr spielen. Die war doch vorhin in der Stadt, die Kleine. Kann ich mit dir reden? Aha. Ja, ja, das sehe ich genauso. Also die Details sind zum Beispiel super, super gelungen. Nicht, dass man so Bücher irgendwo findet, auch von den Entwicklern. Dass man überall hin kann, dass man fliegen kann, dass man schnell laufen kann. Wow, hier. Das heißt, super, super gut gelöst. Oh. Da war ich doch gerade. Müssen wir nochmal hoch. Verdammt. Brief eines Matrosen. Lies die Flaschenpost in der Nähe des Wracks. Da muss man echt aufpassen, was für Aufgaben manchmal auch aufploppen einfach. Wir sind dann einfach da und wenn man da nicht hinguckt, dann ist man schon wieder ganz woanders. So. Eine Flaschenpost. In der Nähe des Wracks. Wo Flaschenpost? Eigentlich ja da, wo der kleine Ring ist, aber da ist ja nichts. Wir hängen. Okay, was auch immer gerade passiert ist. Wow, ich glaube, das war ein Server-Lag. Bin fast durch die Welt gefallen. Na, okay, die Stelle hier ist verbuggt. Wir gehen lieber außen rum. Eben bin ich da lang gekommen, aber jetzt irgendwie hackelt's. Wir gehen einfach übers Deck. So. Hier soll sie sein. In dem Gebiet. Normalerweise wird doch alles markiert, was man irgendwie lesen, finden, angrabbeln kann. Oh, hier, jetzt. Es wird hell und die ziehen sich zurück. Ein magischer Moment. Wow. Echt hübsch gemacht mit den fluoreszierenden Sachen hier. Und die dann zum Tagesbeginn dann wieder entschwinden. So, also nochmal. Brief eines Matrosen. Wähle ein Ziel. Okay. Standort auf der Weltkarte prüfen. Warum geht das weg? So, und jetzt vor uns. Da. Rechts ist es. Okay.
Da liegt er. Da, wo alle stehen. If anyone finds this letter, please come to my rescue. My ship has been wrecked and I'm stranded on a remote rocky island. I'm surrounded by giant crabs and I can see the Windhill Shores lighthouse in the distance. Dear Einar, please send someone to me. Okay. Wo ist das? Das ist ganz woanders. Der Matrose ist da vorne. Auf dem Island. Oh, da müssen wir bestimmt von dem Turm dann runterspringen. Teleportieren können wir nicht. Okay, kriegen wir hin. Up, up and away. Wie lange ist denn noch Nacht? Noch 12 Minuten bis Tagesanbruch. Oh. War zuerst da. War aber auch eher Zufall. Ah, dann können wir auf jeden Fall noch eine Rüstung herstellen, vielleicht. Das wäre gar nicht schlecht. Hier war da auch noch eine, ja. Hier ist auch noch Mondgestein. Ey. Mana-Stahl. Mana-Mana. Bap-di-di-di-dip. Mana-Mana. Bap-di-di-dip. Mana-Mana. Ja, da vorne ist die Straße. Dann gehen wir bei der... Ey. Dann gehen wir bei der hoch. Ach, die führt nur rum. Was ist denn da noch? Da ist irgend so ein weißes Ding. Hast du auch irgendwas, was ich einsammeln kann? Irgendwo hier. Hm. Was ist denn das? Rein weißer Mondstein. Oben drüber, was? Aber wenn ich hier hochgehe, ist er schon weg. Der ist unten. Auf der Höhe. Dann spawnt der erst wieder, was? Hier wahrscheinlich, in der Ecke spawnt der. So. Bisschen auf die Fresse hauen. Okay, dann jetzt hoch. Und dann so weit wie möglich rüberspringen. Oh, 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 nein. Komm, das schaffst du. Oder auch nicht. Ah, Jenk, Mann. Rüber mit uns. Nein, nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Gibt es noch einen anderen Weg hoch? Der funktioniert nicht. Das sieht doch nach einem Weg hoch aus. Ja. Das sieht nach Weg nach oben aus. Ich könnte natürlich auch einfach als Otter rüberschwimmen. Aber vielleicht liegt hier ja noch was. Give it to me. Oh Mann, hör doch mal auf.
In der Gestalt sind wir zu schnell. Falle ich bloß gleich runter. Ne, gut. Küste von Laslan. Eine Truhe. Ist da was drin? Die muss ich bestimmt gleich holen. Die gehören doch zu einer Quest. Oh, hier ist auch... alles blau. Irix. Oh, oh. Na, sag mal. Warum schmeißt er mich denn da weg? Okay, nervig. Ich dachte, er hilft mir. Aber der ärgert mich nur. Aber der Haken ist gut. Der hilft uns sogar bis ganz nach oben. Was war das? Hallo? Er hat den Zettel in seiner Tasche. Damn, the black rain. It broke my ship along with the treasure. How much longer can I survive on this little rock? Did I? Oh, das ist ein Schiff. Let me live so I can see my wife again. Dear honey, I've finally found the treasure. Now all I have to do is get home and pamper you. The rain is unusually fierce, but that's to be expected of a seaman. Castleton is just around the corner. See you soon, honey. Okay, vielleicht können wir den Brief bringen. So, und da drüben soll ein Schatz liegen in diese Richtung, also auf dem Ding. Liegt hier vielleicht noch irgendwas anderes? Wenn wir schon mal hier sind. Sieht nicht so aus, oder? Ich sehe zumindest keine blauen oder leuchtenden Sachen. Dann rüber mit uns. Oh, das ist das Schiff. Kommen wir noch ran? Fährt es einfach weg. Zack. Peckpang. Spielen. Was ist das denn? Oh, das ist ja süß. Füttern. Okay. Aua. Eieieiei. Das hat auf jeden Fall gesunden Appetit, nicht wahr? Süß. Okay. Jetzt von hier wieder wegkommen, nicht wahr? Wo müssen wir noch hin? Da drüben ist noch was. Brief eines Matrosen. Da müssen wir bestimmt in die Stadt zurück, kann das sein? Ich guck mal. Ja, okay. Da würde ich mich mal teleportieren, nicht? Kostenlos. Sehr gut. Kostenlos gefällt mir. Das funktioniert auf jeden Fall. Dann bringen wir ihm mal erstmal den Brief, bevor wir irgendwas anderes machen.
Ich finde, das hätte dem Spiel aber nicht schlecht getan, wenn man das hier erst lernen hätte müssen, das Schnellrennen. So mit Level 10 oder so und das Fliegen mit Level 15 oder so. Dass man so ein bisschen mehr auch Progress spürt. Nicht? Alles wirkt ein bisschen einfach. Okay. Wer ist Harney? Harney? Oh, yes. She's the poor lady whose husband hasn't been found in 10 years. Oh, oh. So she had a tombstone made. Ja, zu Recht. She goes to pray for her husband every day. I'm sure you can find her at the Castleton Memorial right now. Okay, dann gehen wir mal zu ihr hin. Und 11 starke Likes ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dafür, dass quasi so wenig Leute zugucken, ist es auf jeden Fall sehr, sehr stark. Was, glaube ich, aber halt am Algorithmus und nicht am Spiel liegt. Was auch ein bisschen schade ist. Was ist denn das? Heilendes Räuchergerät. Ah, okay, hier kann man sich heilen. Auch nicht schlecht. Wo ist sie denn? Harney, da. Harney, Harney, Harney. Bitte nimm diesen Brief und diese Halskette. Das... Ja. Na also. Tja. Sehr schön. Oh, und ich habe noch ein Buch vergessen auf dem Friedhof. Ich wusste, wir kommen hier nochmal her. Schön, ein Grabbrief. Ich glaube, wir haben auch nicht alles in der Stadt abgelaufen, nicht? Wir haben zwar viel abgelaufen, aber sicher nicht alles. So ein paar Entwickler-Kommentare liegen hier auf jeden Fall noch irgendwo rum. In versteckten Ecken. Schwurstein des Widerstands. Der Schwurstein ist in den Stein eingraviert. Schauen wir mal, was hier steht. I, Da Vinci Aaron, as the leader of the Laslan Allied Resistance Forces, hereby erect this oath stone to honor the heroes who dedicated their lives to the will of the resistance. Okay. Those who seek to become part of the resistance must take their oath with a desire in their heart to follow the will of the resistance engraved here. Okay. As of this moment, I have become part of the honorable resistance and will defend the peace of Cilicium. Okay. Fight, standing on the side of righteousness against the Archaeum Legion that threatens this land. Okay. Complete contracts and never ignore the plight of those who need assistance. I hereby swear as I take this pledge. Okay, ich habe irgendwas anscheinend gemacht. Oder es ist gleichzeitig gerade fertig geworden. Hinter? Ne, nichts versteckt. Na, da oben will ich... Ich dachte, ich komme da rüber von hier. Dann halt so. Da oben muss ich hin. Dann gehen wir dahin. Ach ja, wir können ihm die Sachen geben, nicht? Wir haben ja schon die Sachen geholt. Stimmt. Geld haben wir uns auch. Nee, aber auf jeden Fall geil. Über 10 Likes ist immer schön. Hier sind die Zutaten. Ja, das will ich auch gehofft haben. Na, dann zeig mir her. Why don't you ask Chris, the head of the association? He's also the Lord's younger brother. He must be preparing for the contest at the Western campsite on the Black Howl Plains. Natürlich muss er das. Und wir müssen wieder latschen. Use those ingredients to make some bait, then bring it to Chris. Since you did all the work, you should be the one to deliver it to him. That way he can thank you in person.
Take the exit on the second floor of the Lord's residence and head up to the Castleton Abbey. You'll find an aged herb extract jar. Steeping the ingredients in those jars makes the bait extra fragrant and effective. The Chris is probably worried that the contest might not take place. On your way there, please send my letter to him via parrot mail to let him know the bait is on the way. Okay. Oh, and just so you know, there's a waypoint in the Black Howl Plains too. It will make traveling there much easier. When you returned with the ingredients, okay, the Lord's aide was greatly relieved that he could proceed with the contest as intended. He asked you to deliver the new bait to the Lord's brother, Chris, in Black Howl Plains. He also is the head of the Wolf Hunters Association, so you'll need to talk to him to acquire a keepsake. Ja, und alles abchecken. Und hallo, Adela. Hey, hey, hey. Guten Abend. Zu so später Stunde. Was ist hier? Henrys Brief, den hatten wir schon anscheinend. Bewohner, Bewohner. Hier noch irgendwas? Ach, hier waren wir auch schon drin, nicht? Stimmt. Das war die Zeichnung von mir. Nee, das Haus hatten wir schon abgescheckt. Warte mal, wo soll ich hin? Da oben. Ah, hier. Den Papageien, jetzt verstehe ich das. Flieg, kleiner Papagei, flieg! Du bist frei! Oh, tot. Und jetzt müssen wir uns hochteleportieren. Da wissen wir zum Glück schon, wie es geht. Nachteulenebenen. Na dann. Hier haben wir auch schon alles abgesucht. Haben bestimmt auch noch irgendwas übersehen. Oh. Ah, das ist das Kräutergefäß. Ich habe mich vorhin nämlich gefragt, wofür das schon war. Und jetzt müssen wir auf der Seite runter. Ah, guck mal. Hier unten noch ein Entwicklerkommentar. Ey, komm ich... Ey, komm da doch wohl rüber. Ich wollte aber oben drauf, dann bin ich ein Stück höher. Na, sag mal. Jetzt haben wir es. Komm ich da nicht... Ja doch, geht doch. So, und wir müssen da hinten hin. Also die Fernsicht ist schon unglaublich gut. Runter mit uns. Oh, hier ist wirklich Schlachtfeld. I, Lord Hobbs of Laslan, hereby present to you the Wolf Hunting Contest. No, erstmal den Stein besorgen. This vast plain was once a cherished village landmark before the packs of giant wolves appeared. Now, even seasoned hunters avoid it. Those who trespass into the realm of savage beasts must prepare to face death. Okay. So, wo ist jetzt der Typ? Jage Wölfe und liefere die erhaltenen Wolfschwänze ab. Okay. Okay, muss ich die einsammeln? Ich hoffe nicht. Da ist noch ein Wolf. Ah. Okay. Da haben wir noch einen. No. Okay, ich spawn aber gar nicht schlecht. Zorniger Wolf. Ja, die spawnen hier.
Oh ja. Jawohl. Und 13, 14 haben wir schon. Aber das ist echt ein Spiel, wo ich Zeit auch nicht richtig mitkriege, nicht? Weil man so viel zu entdecken hat. So. Oh. Was kostet uns das? Ah, perfekt, im Lager. Ach, und wenn wir die ab... Wenn wir sterben, verlieren wir alle. Okay. Ja, das hätte er mir vorher mal sagen sollen. Was haben wir hier? Scharfverwandlungsstein. Okay, warum sollte ich das nehmen? Und da brauche ich einen Wolfschwanz. Das ist ja blöd. Ach so, aber das liegt bei meinem Grabstein. Okay, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass da oben ist nicht in meinem Auge, nicht wahr? Wo ist jetzt mein Grabstein? Nee. Das ist nicht mein Grabstein. Wo bin ich denn gestorben? Irgendwo hier, nicht? Shit. Ist wirklich alles weg dann? Ungünstig. Hier. Boah, der hat ihn vor uns. Okay, wir müssen da echt aufpassen. Oh oh. Oh oh, jetzt haben wir zu viele. Okay. Oh shit. Oh oh, oh oh. Okay, diesmal gehen wir sie vorher ab. Wo ist das Lager? Da. Eieieiei. Okay, dann erholen wir uns mal am Lagerfeuer. Also die Wölfe sind das erste Ding, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen schwieriger, nicht wahr? Hier im Busch ist auch mal gut. Da stehen nämlich einige rum. Glaube ich, ja. Ah, hier ist ein Lager. Eine Wolfsfalle, interessant. Sehr gut. Oh, hier haben wir noch den Zornigen. Was ist hier? Dass sie hier als Wölfe auch rumlaufen, total verwirrend, nicht wahr?
Okay. Die Folge ist eigentlich schon um. Aber ich würde sagen, wir geben das noch ab. Muss ich jetzt 12 Minuten noch die Wolfdinger jagen? Das ist ein bisschen echt lang, nicht? Okay. Dann gehen wir mal ab, bevor ich wieder sterbe. 19 Stück. Die Stelle da oben ist echt gut. Oh oh. Try to deliver the tails in advance so you don't run out of time. Ein Schaf, okay. Und war es wieder einer? Ah, Nachteul-Dings. Ihr Zorniger. Nix zornig. Und ein Trickstab. Ich weiß gar nicht, was mir das bringen würde. 5 haben wir erst. Aber wir müssen uns heilen. Das habe ich eben vergessen. Ich glaube, ich kann die aber schon abgeben, die Quest, nicht? 25. Hey, ich will die abgeben. Okay. So, dann gucken wir mal. Where is the person the Lord's aid was supposed to send? Maybe we should postpone the contest. Ach so, hier, ich habe den Köder für dich. You're the adventurer my aid told me about. Weiter. Is that new wolf bait? Ja. Good. The old bait didn't work very well. The hunting contest is the pride of Castleton. Are you here to make a name for yourself? Ja, ich möchte das Wolfsandenken. Wolf hunting keepsakes. They were only given out in the early days of the contest. Our aides must have been mistaken. But I am really touched by your story. I can't believe the children my nephew saved still remember him. It's something to be thankful for. Okay. I have an idea. You should speak with the artisan who made the keepsakes in the past. Find him and tell him I sent you. Be warned though. The materials are hard to come by. Okay, welche Materialien? Are you willing to get them yourself? If so, you're going to need to collect broken wolf fangs and radiant antler fragments. Wolf fangs can be acquired by hunting wolves on the plains. Deer antlers can be found near Hamel's tomb. That's where the deer of the plains go to end their lives. Okay. You don't know about Hamel. Hamel was a mysterious deer that protected the Black Owl Plains. The villagers believed Hamel was sacred and could travel through both time and dreams. Hamel drove Iskale out once, but the monstrous wolf returned with a mighty malvescence. He killed Hamel and took my nephew's life. If it hadn't been for that evil malvescence. Lately, I've been seeing more Starborn in the village. I have to admit, they make me a bit uneasy. With such strange powers, any one of them has the potential to turn out... Boah, Alter, Junge, ich wollte nur über den Köder reden, Alter. Und der tischt mir hier seine halbe Lebensgeschichte gerade auf. Once you collect the materials, you'll need to visit the artisan named Thomas in Castleton. Tell him... Danke. Ja, ja, ja. Boah. Also das war mir jetzt zu viel, nicht? Bla, bla, bla. Und, ach ja, und dann, und der hatte noch, und hier. Alter, sag mir einfach, welche Materialien ich besorgen muss. Fertig. So, auf der Karte kannst du den Zeitplan nach laufenden Events, anstehenden Events anschauen. Okay.
Ja, was ist jetzt mit dem Event los? Okay. Ich würde sagen, das werde ich alles in der nächsten Folge irgendwann herausfinden. Auch was mit dem Lagerfeuer ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.